Hey Leute, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich jeden von euch danken, die uns folgen und so tatkräftig dabei unterstützen. Wie ihr wisst, haben wir den YouTube-Kanal noch nicht allzu lange und seit dem letzten Video habe ich auch mega viel positives Feedback von euch bekommen. Das hätte ich gar nicht erwartet, also ich hätte gar nicht mit gerechnet. Und viele von euch haben sich auch das Format Vlog weiterhin gewünscht, also das ist wohl ziemlich gut angekommen bei euch. Das freut mich in jedem Fall. Und das werden wir auch weiterhin machen, also wenn es bei euch so gut ankommt. In den Vlogs werden aber auch noch ein paar andere Sachen kommen, also ein bisschen andere Formate. Welche das genau sind, verrate ich euch noch nicht. Also das ist eine kleine Überraschung, ist aber auch alles noch in Planung. Und hoffe, dass die Videos euch auch dann gefallen werden. Genau, also wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall erstmal danken, bevor wir dann mit dem Video anfangen. Für das heutige Video habe ich mir überlegt, euch auf unseren kleinen Spaziergang mitzunehmen und euch einfach mal so ein bisschen die Gegend zeigen, wo wir halt mit Miki normalerweise immer spazieren, so unsere üblichen Spazierwege. Würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und los geht's! Ja, wir sitzen jetzt im Auto und es hat einfach irgendwie angefangen jetzt zu schneien. Okay, gut. Warum nicht? Wir fahren aber jetzt trotzdem in den Wald spazieren und ich habe euch ja versprochen, wir nehmen euch jetzt mal mit. Also ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber es ist tatsächlich am Schneien und es ist kein Regen. Schaut euch das mal an. Es schneit. Schon wieder. Oh Mann. So Leute, ja, wir sind jetzt angekommen. Tatsächlich wollte ich ja noch die Autofahrt filmen, aber ich bin ja diesmal allein unterwegs und ja, die Autofahrt konnte ich leider nicht filmen, obwohl die mit Miki auch immer recht witzig und interessant ist. Aber das war leider ein bisschen gefährlich. Deswegen, ja, also, wie ihr sehen könnt, sind wir im Wald. Und wir sind hier die Einzigen, habe ich das Gefühl. Und zeig ich mal den Miki. Miki. So am Wochenende. Ja gut, wir haben ja auch Freitagabend, also sind wahrscheinlich noch viele auf der Arbeit. Aber ja, am Wochenende ist eigentlich im Wald auch immer recht viel los. Viele sind spazieren mit ihren Hunden. Ja, der Miki, der ist bei mir immer der Schleppi, vor allem hier im Wald. Ja, der ist einfach nicht so richtig abrufbar und jagt halt zu sehr. Deswegen, ich hätte ihn eigentlich super gerne hier im Wald irgendwie rausgelassen, auch ohne Leine. Aber da ist mir doch ein bisschen riskant, dass der doch irgendwas wittert und abhaut. Wie gesagt, ist ja auch schon mal öfters passiert, dass er dann abgehauen ist. Ich muss gestehen, wir sind heute etwas spät rausgegangen. Weil dem Miki ging es heute nicht besonders gut. Der hat sich die Nacht übergeben und heute Morgen halt auch.
Ist ja eigentlich erstmal so nichts Schlimmes, wenn sich ein Hund übergibt. Ist ja, also das hat er halt schon voll oft gemacht, wenn er irgendwie was Falsches gegessen hat oder irgendwo was stecken geblieben. Ist ja erstmal kein Grund zur Sorge. Aber er hat Blut gekotzt. Und deswegen, ja, Sachen gepackt, natürlich zum Arzt gefahren. Konnte erstmal so nichts feststellen, aber Vermutung halt eine Magenübersäuerung. Und ja, jetzt ein bisschen Schwungkost und ähnliches. Miki hat da irgendwas gewittert, irgendwas gesehen. Miki, wir gehen weiter, komm. Gehen nicht auf die Jagd heute. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass meine Hände am Frieren sind. Und das trotz Handschuhen. Also ich will jetzt nicht rumheulen, aber es ist scheiße kalt. Ja, ich wollte euch hier die beste Stelle mal in unserem Wald mal zeigen. Pass mal auf. Tada! Okay, jetzt zu der Jahreszeit vielleicht nicht unbedingt die schönste Aussicht oder Ausblick, aber Frühling, Sommer sieht es hier auf jeden Fall mega cool aus. Richtig, richtig schön. Komm weiter, Miki. Leute, ja, wie ihr sehen könnt, sitzt jetzt auch schon im Auto wieder. Wurde jetzt doch recht schnell dunkel. Und ja, nachts alleine im Wald wollte ich jetzt nicht unbedingt spazieren gehen. Deswegen, ja, sind wir jetzt einfach losgefahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke einzuschalten, damit ihr auch keine neuen Videos von uns mehr verpasst. Ja, wenn ihr Themenvorschläge für neue Videos habt, gerne auch unter in die Kommentare damit. Ich freue mich über eure Meinung, Bewertung und ja, dann sagen wir an der Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!